Guten Tag. Das Team vom MIDI-Musikstudio präsentiert Ihnen 20 Ansagebeispiele mit je 3 Varianten für Ihren Anrufbeantworter. Am Ende der Kassette geben wir Ihnen technische Hinweise zur Überspielung der Jingles auf Ihr Gerät. Sollten für Ihren Anrufbeantworter Textabsagen erforderlich sein, so finden Sie diese ebenfalls am Kassettenende. Unsere Beispiele haben alle eine unterschiedliche Länge von ca. 7 bis zu 35 Sekunden. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung Ihres Anrufbeantworters. Sie hören zunächst im Block A fertig abgemischte Texte mit Musikuntermalung. Falls Sie die Musikbeispiele als Hintergrund für eigene Sprachaufnahmen benötigen, wählen Sie Block B. Wer es ohne Musik mag, findet die reinen Texte in Block C. Und nun viel Spaß beim Hören. Es folgt Block A, Beispiel A1. Guten Tag. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Das Gerät wird jedoch ständig abgehört. Bitte hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer. Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück. Sie können uns in jedem Fall zu unseren Geschäftszeiten montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichen. Bitte sprechen Sie nach dem Musikende. Es folgt Beispiel A2. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht, dass Sie mit mir, dem alten Anrufbeantworter, vorlieb nehmen müssen. Immerhin kann ich meinem Chef mitteilen, dass Sie ihn angerufen haben. Dazu brauche ich aber Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Mein Chef ruft Sie gleich zurück. Sie können nach dem Musikende mit mir sprechen. Es folgt Beispiel A3. Hoppla, überrascht? Leider können wir Ihnen im Moment nur unseren Anrufbeantworter bieten. Sie können ihm nach dem Ende der Musik unbesorgt Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anvertrauen, denn nur dann können wir Sie auch zurückrufen. Es folgt Beispiel A4. Hallo und guten Tag. Leider ist im Moment niemand persönlich zu erreichen. Dieser Apparat ist aber autorisiert, Ihre Nachricht exklusiv für unsere Chefin entgegenzunehmen und sie direkt an Sie weiterzuleiten. Also bitte zögern Sie nicht, denn unsere Chefin ruft gern zurück. Sprechen Sie bitte nach dem Ende der Musik. Es folgt Beispiel A5. Es tut uns leid, dass Sie uns nicht persönlich erreichen können. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte nennen Sie nach dem Musikende Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück. Es folgt Beispiel A6. Halt, wer wird denn gleich wieder auflegen? Sie wollten uns sprechen? Wir sind morgen früh ab 8 Uhr wieder persönlich zu erreichen. Sollen wir Sie zurückrufen? Dann geben Sie uns doch bitte gleich Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Hören Sie so lange den Rest unserer Musik und sprechen Sie nach dem Signalton. Es folgt Beispiel A7. Leider rufen Sie uns außerhalb unserer Geschäftszeit an. Unser Anschluss ist nur tagsüber von Montag bis Freitag besetzt. Bitte versuchen Sie es dann noch einmal. Wir bedanken uns für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Es folgt Beispiel A8. Hallo und guten Tag. Es tut mir leid. Ich habe im Moment echt keine Zeit. Ich höre gerade eine LP mit Rap-Musik und rufe dich natürlich nachher gern zurück. Nenn mir deinen Namen und dein Telefon. Sprich bitte gleich nach dem letzten Ton.
Es folgt Beispiel A9. Hallo, Mami ist gerade einkaufen gegangen. Und Papi, der wäscht sein Auto vor der Garage. Ruf doch bitte in einer halben Stunde nochmal an. Tschüss. Es folgt Beispiel A10. Hallo, Mami und Papi schlafen noch. Und ich darf nicht alleine ans Telefon. Nur ihren doofen Anrufbeantworter, den durfte ich besprechen. Ruf doch nachher bitte nochmal an. Tschüss. Es folgt Beispiel A11. Hey, das finde ich aber dufte von dir, dass du anrufst. Ich stehe gerade unter der Dusche. In 10 Minuten bin ich fertig. Rufst du dann nochmal zurück? Es folgt Beispiel A12. Du, das tut mir echt leid mit dem Anrufbeantworter. Ich fände es aber trotzdem sehr, sehr wichtig und spannend zu erfahren, was du mit mir besprechen wolltest. Es folgt Beispiel A13. Oh, hallo. Wie Sie hören, feiern wir gerade eine Party. Wenn Sie wollen, kommen Sie doch vorbei. Sie können mir auch eine Nachricht hinterlassen. Sprechen Sie nach dem Knallen des Sektkorkens. Es folgt Beispiel A14. Ein bisschen sauer, dass ich nicht zu Hause bin? Tut mir auch leid. Ich würde mich bestimmt in diesem Moment gerne festquatschen. Aber das können wir ja nachholen. Also, wann soll ich dich zurückrufen? Es folgt Beispiel A15. Sie haben zu spät angerufen. Oder zu früh. Aber jeder macht mal einen Fehler. Es folgt Beispiel A16. Hallo, wir machen gerade mal wieder Mittag. Wie immer wollte keiner von uns am Telefon bleiben. Bitte versuchen Sie es in einer halben Stunde nochmal. Es folgt Beispiel A17. Lieber einen Anrufbeantworter als ein stundenlanges Besetzzeichen. Also nicht böse sein, sondern Namen und Telefonnummer hinterlassen. Wir kümmern uns sofort um Sie. Es folgt Beispiel A18. Hallo, hallo, ich bin gerade beim Rasenmähen. Weil ich dich deswegen nicht hören kann, habe ich meinen Anrufbeantworter eingeschaltet. Du kannst mir gerne helfen. Sprich doch mal was drauf. Es folgt Beispiel A19. Ich war gestern Abend auf einer Fete, bin ein bisschen spät nach Hause gekommen und habe den Anrufbeantworter eingeschaltet. Können wir unser Gespräch auf heute Abend verlegen? Ich rufe dich gern zurück. Wen soll ich anrufen?
Es folgt Beispiel A20. Du weißt doch, dass ich mich beim Krimi nicht gerne stören lasse. Also, versuch's später nochmal. Es folgt Block B, Beispiel B1. Es folgt Beispiel B2. Es folgt Beispiel B3. Es folgt Beispiel B4. Es folgt Beispiel B5. Es folgt Beispiel B6. Es folgt Beispiel B7. Es folgt Beispiel B8. Es folgt Beispiel B9. Thank you.
Es folgt Beispiel B, 10. Es folgt Beispiel B, 11. Es folgt Beispiel B, 12. Es folgt Beispiel B, 13. Es folgt Beispiel B, 14. Es folgt Beispiel B, 15. Es folgt Beispiel B, 16. Es folgt Beispiel B, 17. Es folgt Beispiel B, 18. Es folgt Beispiel B, 19. Es folgt Beispiel B, 20. Es
folgt Block C, Beispiel C1. Guten Tag. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Das Gerät wird jedoch ständig abgehört. Bitte hinterlassen Sie Namen und Telefonnummer. Wir rufen Sie schnellstmöglich zurück. Sie können uns in jedem Fall zu unseren Geschäftszeiten montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichen. Es folgt Beispiel C2. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hoffentlich sind Sie nicht enttäuscht, dass Sie mit mir, dem alten Anrufbeantworter, vorlieb nehmen müssen. Immerhin kann ich meinem Chef mitteilen, dass Sie ihn angerufen haben. Dazu brauche ich aber Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Mein Chef ruft Sie gleich zurück. Es folgt Beispiel C3. Hoppla, überrascht? Leider können wir Ihnen im Moment nur unseren Anrufbeantworter bieten. Sie können ihm unbesorgt Ihren Namen und Ihre Telefonnummer anvertrauen, denn nur dann können wir Sie auch zurückrufen. Es folgt Beispiel C4. Hallo und guten Tag. Leider ist im Moment niemand persönlich zu erreichen. Dieser Apparat ist aber autorisiert, Ihre Nachricht exklusiv für unsere Chefin entgegenzunehmen und sie direkt an Sie weiterzuleiten. Also bitte zögern Sie nicht, denn unsere Chefin ruft gern zurück. Es folgt Beispiel C5. Es tut uns leid, dass Sie uns nicht persönlich erreichen können. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte nennen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück. Es folgt Beispiel C6. Halt, wer wird denn gleich wieder auflegen? Sie wollten uns sprechen? Wir sind morgen früh ab 8 Uhr wieder persönlich zu erreichen. Sollen wir Sie zurückrufen? Dann geben Sie uns doch bitte gleich Ihren Namen und Ihre Telefonnummer und sprechen Sie nach dem Signalton. Es folgt Beispiel C7. Leider rufen Sie uns außerhalb unserer Geschäftszeit an. Unser Anschluss ist nur tagsüber von Montag bis Freitag besetzt. Bitte versuchen Sie es dann noch einmal. Wir bedanken uns für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Es folgt Beispiel C8. Hallo und guten Tag. Es tut mir leid. Ich habe im Moment echt keine Zeit. Ich höre gerade eine LP mit Rap-Musik und rufe dich natürlich nachher gern zurück. Nenn mir deinen Namen und dein Telefon. Sprich bitte gleich nach dem letzten Ton. Es folgt Beispiel C9. Hallo, Mami ist gerade einkaufen gegangen und Papi, der wäscht sein Auto vor der Garage. Ruf doch bitte in einer halben Stunde nochmal an. Tschüss. Es folgt Beispiel C10. Hallo, Mami und Papi schlafen noch. Und ich darf nicht alleine ans Telefon. Nur ihren doofen Anrufbeantworter, den durfte ich besprechen. Ruf doch nachher bitte nochmal an. Tschüss. Es folgt Beispiel C11. Hey, das finde ich aber dufte von dir, dass du anrufst. Ich stehe gerade unter der Dusche. In 10 Minuten bin ich fertig. Rufst du dann nochmal zurück? Es folgt Beispiel C12. Du, das tut mir echt leid mit dem Anrufbeantworter. Ich fände es aber trotzdem sehr, sehr wichtig und spannend zu erfahren, was du mit mir besprechen wolltest. Es folgt Beispiel C13. Oh, hallo. Wie Sie hören, feiern wir gerade eine Party. Wenn Sie wollen, kommen Sie doch vorbei. Sie können mir auch eine Nachricht hinterlassen. Sprechen Sie nach dem Knallen des Sektkorkens. Es folgt Beispiel C14. Ein bisschen sauer, dass ich nicht zu Hause bin? Tut mir auch leid. Ich würde mich bestimmt in diesem Moment gerne festquatschen. Aber das können wir ja nachholen. Also, wann soll ich dich zurückrufen? Es folgt Beispiel C15.
Sie haben zu spät angerufen. Oder zu früh. Aber jeder macht mal einen Fehler. Es folgt Beispiel C16. Wir machen gerade mal wieder Mittag. Wie immer wollte keiner von uns am Telefon bleiben. Bitte versuchen Sie es in einer halben Stunde nochmal. Es folgt Beispiel C17. Lieber einen Anrufbeantworter als ein stundenlanges Besetzzeichen. Also nicht böse sein, sondern Namen und Telefonnummer hinterlassen. Wir kümmern uns sofort um Sie. Es folgt Beispiel C18. Hallo, hallo, ich bin gerade beim Rasenmähen. Weil ich dich deswegen nicht hören kann, habe ich meinen Anrufbeantworter eingeschaltet. Du kannst mir gerne helfen. Sprich doch mal was drauf. Es folgt Beispiel C19. Hallo, ich war gestern Abend auf einer Fete. Bin ein bisschen spät nach Hause gekommen und habe den Anrufbeantworter eingeschaltet. Können wir unser Gespräch auf heute Abend verlegen? Ich rufe dich gern zurück. Wen soll ich anrufen? Es folgt Beispiel C20. Du weißt doch, dass ich mich beim Krimi nicht gerne stören lasse. Also, versuch's später nochmal. Es folgen Textabsagen. Ihre Sprechzeit ist jetzt leider zu Ende. Vielen Dank für Ihren Anruf. Es tut uns sehr leid, Ihre Sprechzeit ist zu Ende. Wir können Ihre Nachricht leider nicht mehr aufzeichnen. Unsere Aufzeichnungskapazität ist leider erschöpft. Auf Wiederhören. Es folgen technische Hinweise. Die Überspielung der Kassetten auf Ihren Anrufbeantworter ist völlig problemlos. Bedienen Sie Ihren Anrufbeantworter laut Gebrauchsanweisung wie bei einer eigenen Sprachaufnahme. Anstatt jedoch zu sprechen, spielen Sie Ihre Kassette über einen geeigneten Rekorder ab. Halten Sie einen Abstand von etwa 50 Zentimetern zwischen dem Aufnahmemikrofon Ihres Anrufbeantworters und dem Lautsprecher Ihres Rekorders ein. Drehen Sie Ihren Rekorder etwa auf Zimmerlautstärke auf. Zum leichteren Auffinden der Einsätze enthalten alle Beispiele nach der Ansage eine Pause von circa 1,5 Sekunden. Für Block C folgt ein besonderer Hinweis. Bei einigen Anrufbeantwortern ist eine Mindestansagezeit erforderlich. Sollte das gewünschte Beispiel für Ihren Anrufbeantworter zu kurz sein, so wählen Sie bitte in diesem Fall das entsprechende Beispiel aus Block A. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen auch Ihre ganz persönliche akustische Visitenkarte. Rufen Sie uns an. MIDI Musikstudio Hoffmann, Telefon 05405 33 21.